Ich habe heute sensationelle Neuigkeiten für euch. Die NASA hat beschlossen, dass es wieder Zeit wird, zur Venus zu fliegen. Die ESA hat einige Tage später ebenfalls eine neue Mission zur Venus angekündigt. Ich find's geil und deswegen möchte ich mir das heute einmal genauer mit euch ansehen. Die NASA schickt einen Orbiter mit dem Namen Veritas und ein Landemodul mit dem Namen Da Vinci Plus. Der Mars ist fast schon Mainstream, da fliegen alle hin. Venus hingegen ist ein Geheimtipp. Wir schauen uns heute an, was diese Gefährte so können und was ihre Missionen sind. Unbedingt bis zum Schluss dranbleiben, denn die NASA und die ESA sind nicht die einzigen, die wieder zur Venus fliegen wollen. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Mars Chroniken. Mein Name ist Sirwan und ich habe die Weltraumnachrichten für euch. Also fliegen wir gleich los, dann kommen wir früher an. Viel Spaß mit diesem Video. In einem Livestream am Donnerstag, dem 3. Juni, verkündete die NASA, dass sie zwei Projekte ausgewählt hat, welche unseren planetaren Nachbarn Venus besuchen sollen. Hierbei handelt es sich um einen Orbiter und ein Landemodul. Die letzte Venus-Mission von der NASA war der Orbiter Magellan, welcher mit Hilfe des Space Shuttle Atlantis zur Venus geschickt wurde. Das war 1989. Dieser lieferte knapp 4,5 Jahre lang Daten. Und seitdem sind wir nicht mehr wirklich zu Venus geflogen. Es waren doch ein paar mehr, die da vorbeigeflogen sind. Und zuletzt ist Akatsuki von der japanischen Raumfahrtagentur und davor Venus Express von der ESA in den Nullerjahren da gewesen. Dieser Schwesterplanet der Erde ist die reinste Hölle. Sowohl für Leben, wie wir es kennen, als auch für jede Gerätschaft, die wir da jemals hingeschickt haben. Daher ist es eine besonders große Herausforderung, da eine Mission hinzuschicken. Damit ihr Da Vinci Plus und Veritas ein bisschen besser versteht, möchte ich euch einen Einblick in die Atmosphäre der Venus geben. Hier in dieser Grafik sieht man auf der Y-Achse die Höhe über dem Venusboden und auf der X-Achse die Temperatur. Wie ihr sehen könnt, ist die Temperatur auf der Oberfläche zwischen 4 und 500 Grad Celsius. Bevor eine Probe aber auf der Oberfläche landen kann, muss sie durch die höllischen Schwefelsäurewolken durch. Um eine bestimmte Höhe herum herrschen für uns Menschen besonders interessante Bedingungen. Ein Bar Luftdruck und milde Temperaturen, die uns angenehm erscheinen würden. Wären da nicht die Schwefelsäurewolken? Sollten wir jemals die Venus besiedeln wollen, müssten wir uns vermutlich in dieser Gegend der Atmosphäre ansiedeln. Der Luftdruck auf der Oberfläche liegt bei über 90 Bar. Das bedeutet, dass die Atmosphäre mehr als 90 Mal so dicht ist wie die unserer Erde. Daumenregel ist ungefähr 1 Bar entspricht dem Druck bei 10 Meter Wassertiefe. Zum Vergleich, militärische U-Boote halten normalerweise 600 Meter Tiefe aus. Einige alte sowjetische mit Titandruckkörper 900 Meter. Spezielle Tiefsee-U-Boote natürlich halten bis zu 12.000 Meter Tiefe im Marianengraben aus. U-Boote sind egal wie immer schwer. Also schickst du im Prinzip irgendwie einen Leichtbau-U-Boot zur Venus, was aber trotzdem dem enormen Druck standhalten soll. Wenn du auf der Venus-Oberfläche stehen würdest, würdest du am Kohlendioxid in der Luft ersticken, wenn dich nicht der Luftdruck schon vorher erdrückt hätte. Oder die Temperatur von ca. 450 Grad Celsius oder so hätte dich gegrillt. Obwohl die Venus nicht am nächsten an der Sonne ist, ist sie trotzdem der heißeste Ort nach der Sonne im Sonnensystem. Die Luft ist so dicht, dass sie teilweise flüssig wird. Ich möchte euch gerne noch mehr verdeutlichen, wie hoch der Luftdruck auf der Venus dann tatsächlich ist. Die Sowjets haben 9 Missionen zur Venus geschickt. Von diesen 9 hat keines länger als 127 Minuten überlebt. Diese Missionen nutzten lediglich eine Art Brett, um ihren Lander zu entschleunigen. Und das reichte schon, um beinahe die gesamte Geschwindigkeit abzubauen. Ähnlich wird es auch Da Vinci Plus machen. Nachdem dieser rund 2,5 Jahre mit dem Orbiter um die Venus geflogen ist, wird sie sich dann trennen und auf der Oberfläche landen. Dabei wird die Sonde laufend Daten sammeln, bis sie auf dem Boden angekommen ist. Dort soll sie noch eine Stunde oder vielleicht einige 10 Minuten mehr in Betrieb sein, bevor sie den Geist aufgibt. Im Moment gibt es nur eine Handvoll Bilder der Oberfläche der Venus. Die dicke Wolkendecke aus Schwefelsäure lässt es nicht zu. Da Vinci Plus wird dieses Archiv um hunderte Bilder erweitern und uns ein besseres Verständnis dafür geben, wie es auf der Venus tatsächlich ausschaut. Hier kommt Veritas ins Spiel. Dieser Orbiter soll die Venus rund 3 Jahre umrunden und mit seinen Instrumenten durch die Wolkendecke schauen. Veritas soll mit Hilfe von Da Vinci Plus Aufschlüsse über viele Fragen geben. Zum Beispiel hat es früher einmal Ozeane auf der Venus gegeben.
Wenn ja, wann und warum sind sie weg? Dass es heiß ist, ist schon klar, aber was genau dazu geführt hat, dass die Ozeane verdampfen? Wie ihr hier sehen könnt, auf der Venus gibt es auch so etwas wie Kontinente. Sie werden in der Fachsprache Tesserae genannt, auf Deutsch etwa Mosaiksteine. Veritas soll herausfinden, ob diese Kontinente mit denselben Mechanismen wie auf der Erde entstanden sind oder nicht. Bei diesen Mechanismen handelt es sich um Plattentektonik und Erosion durch Wasser. Die Venus ist der Erde aber ähnlicher als man denken mag. Die Venus ist nur rund 10% kleiner als die Erde. Zur Umlaufbahn habe ich ein Zitat aus Wikipedia für euch, weil ich es selber nicht viel besser formulieren kann. Hier kommt das Zitat. Die rückläufige Eigendrehung der Venus ist zudem außergewöhnlich langsam. Eine siderische Rotationsperiode, das heißt relativ zu den Fixsternen, dauert 243 Erdtage und damit sogar 8% länger als die Umlaufperiode von 224,7 Erdtagen. Durch den rückläufigen Drehsinn dauert die auf die Sonne bezogene Rotationsperiode, also ein Venustag, jedoch nur 116,7 Erdtage. Im rechtläufigen Fall würde das Verhältnis zwischen der Rotations- und der Umlaufgeschwindigkeit fast eine gebundene Rotation bedeuten, wie im vollendeten Beispiel des Erdmondes, der dadurch der Erde ständig dieselbe Seite zuwendet. Der Venus wäre damit gegenüber der Sonne ein ähnliches Schicksal beschieden. Die Ursache des retrograden Drehsinns und der besonders niedrigen Geschwindigkeit der Venusrotation ist nicht bekannt. Einer Hypothese zufolge könnte es das Resultat einer Kollision mit einem großen Asteroiden sein. Anders gesagt, die Venus dreht sich in die andere Richtung als die Erde. Sie braucht länger, um sich selbst zu drehen, als sie braucht, um sich um die Sonne zu drehen. Daraus ergibt sich ein Venustag, der 116,75 Erdtage dauert. Also ist sie in ihrer Rotation nur fast an die Sonne gebunden. Hat vermutlich Bindungsängste, vielleicht durch frühere Beziehungen ein wenig geschädigt worden. Aber warum ist das alles relevant? Veritas soll die Oberfläche mit einer Präzision von 2 mm kartografieren und vermessen. Warum diese Genauigkeit notwendig ist, kann ich euch gerne sagen. Wenn du Aufnahmen dieser Qualität über eine Vergleichsperiode hast, kannst du anhand der Unterschiede Plattentektonik nachweisen. Es wird ein 3D-Modell der Venus erstellt werden. 100 Mal genauer als je zuvor. Die Sache ist, dass wir immer mehr sogenannte Exoplaneten entdecken. Das sind Planeten, welche sich außerhalb unseres eigenen Sonnensystems befinden. Viele Wissenschaftler und Astronomen würden diese Exoplaneten gerne untersuchen. Das Problem ist, dass wir mit unserer heutigen Technologie noch nicht in vernünftigen Zeiten dorthin fliegen können. Wir können aber zu unseren Nachbarn fliegen und dort forschen. Das hilft uns, Venus-ähnliche Exoplaneten besser zu verstehen. Übrigens, DaVinci Plus wird mit Hilfe von Lockheed Martin gebaut und ist ungefähr 1 Meter im Durchmesser und besteht im Wesentlichen aus Titan. Dieser Lander soll auch eine sogenannte Sample Return Mission für die Zukunft vorbereiten. Das bedeutet, dass eine Probe der Oberfläche genommen wird und vor Ort gelagert wird, bis eine zukünftige Mission die Probe abholt. In der Theorie hatte die Venus einmal Ozeane aus flüssigem Wasser. Als die Sonne vor 3 Milliarden Jahren heißer wurde, sind diese verdampft. Ohne flüssigem Wasser auf der Oberfläche konnte das ganze von den Vulkanen ausgespuckte CO2 bzw. Kohlendioxid nicht wie auf der Erde im Gestein gespeichert werden. Dadurch entstand ein Treibhauseffekt, der sich gewaschen hat. Auf die Frage, wann es denn soweit sei, antworteten die beiden Verantwortlichen der Projekte, dass sie theoretisch 2026 bereit seien. Aber budgetär kommen sie erst 2028 bis 2030 zum Zug. Ich bin richtig aufgeregt, dass wir wieder zur Venus fliegen. Denn die Venus verstehen bedeutet die Erde besser verstehen. Am 10. Juni kündigte die ESA dann an, dass sie ebenfalls eine neue Mission mit dem Namen Envision zur Venus geplant haben. Der Orbiter ist quasi der Nachfolger von Venus Express und hat ähnliche Aufgaben wie Veritas und DaVinci Plus. Envision nutzt ähnliche Instrumente und Methoden, um die Forschungsarbeiten durchzuführen. Eine der wichtigsten Fragen, die diese Venus-Mission beantworten soll, ist: Warum ist Venus jetzt so, wie sie ist? Wie konnte das passieren?
Und droht dieses gleiche Schicksal auch unserer Erde? Dazu werden die Atmosphäre und deren Spurengase, die Oberfläche und ihre Zusammensetzung sowie Anzeichen von aktivem Vulkanismus untersucht. Das macht Envision aus einem polaren Orbit in einer Höhe von 220 bis 540 Kilometer. Der früheste Start soll 2031 sein. Sonst wären auch noch 2032 und 2033 möglich. Und weil es so schön ist, schickt Rocket Lab auch einen Photon-Satelliten zur Venus. Dieser hat allerdings andere Missionsziele. Das Ziel ist in erster Linie, astrobiologische Experimente durchzuführen. Bereits im September 2020 hatte Rocket Lab über Twitter verkündet, dass sie unseren zweiten Nachbarplaneten besuchen wollen. Das rührt nicht zuletzt daher, dass der CEO und Gründer von Rocket Lab, Peter Beck, großer Venus-Fanboy ist. Er kennt sich aus. Mars ist leider schon Mainstream, trotzdem geil. Sie nutzen ihre hauseigene Electron-Rakete, um die Nutzlast zur Venus zu schicken. Verrückt, wenn man bedenkt, dass sie ein Micro-Launcher sind und trotzdem Kapazitäten haben, um Satelliten zur Venus zu schicken. Besonderes Interesse an der Venus hatte die vermeintliche Entdeckung von Phosphan in der Atmosphäre ausgelöst und ließ auf Leben auf der Venus schließen. Mittlerweile sind diese Entdeckungen gar nicht mehr so sicher. Aber die große Unsicherheit und das viele Unwissen zu diesem Planeten dürfte hier einige Menschen motiviert haben, diesem einen Besuch abzustatten. Finde ich auch nur höflich, nachdem man den einen Nachbarn besucht, sollte man den anderen auch besuchen. Man sollte es sich immer gut stellen mit seinen Nachbarn. Toni vom Mondgeflüster hat ein 100 Sekunden Video zur Venus gemacht, verlinke ich in der Beschreibung des Videos. Auch Andreas von Igis Kosmos hat einige Videos zur Venus gemacht, die verlinke ich ebenfalls unten in der Beschreibung dieses Videos. Am Sonntag, dem 13. Juni, kommt das Astronomische Quartett wieder zusammen und wir quatschen über die vermeintlichen UFO-Sichtungen und den Bericht, den die US-Geheimdienste dem Kongress präsentieren sollen. Schalte am Sonntag, dem 13. Juni um 20.15 Uhr ein. Gastgeber ist dieses Mal Moritz von Senkrechtstarter. Weiters werden Andreas von Igis Kosmos und Chris von Video Space News mit mir beitragen. Es wird spannend. Wenn dir die heutige Ausgabe gefallen hat, dann lass mir doch einen Daumen hoch da und abonniere den Kanal, damit du kein neues Video mehr verpasst. Wenn dir gefällt, was ich mache und du mal hinter die Kulissen blicken möchtest, dann freue ich mich natürlich auch, wenn du mich auf Patreon besuchst und mich dort mit deiner Mitgliedschaft unterstützt. Das hilft mir, mehr Content für euch zu produzieren. Link dazu natürlich in der Beschreibung des Videos unten. So, das war's von mir, meine Lieben. Ich bedanke mich herzlich fürs Einschalten und bis bald auf der Venus.